Hi Leute und recht herzlich willkommen hier zurück bei J-Stars Victory Versus. Und verdammt, ich habe vergessen meinen Essenstimer zu setzen, richtig zu setzen. Was ist er denn gerade? Egal, mach ich nie mehr. Ich kann ja hier einfach durchskippen meistens, von dem her. Ich frage mich, ob ich jemanden unter den Zuschauern habe, die das tatsächlich verstehen. Also die so flüssig Japanisch lesen können. Ah, passt. Glaube ich. Wenn ja, dann dürft ihr euch gerne mal melden. Ich wüsste da einiges mit euch anzufangen. Untertitel. Na Quatsch. Das wäre ein bisschen zu heftig. Keine Ahnung. Aber schon alleine ein Transkript der Dialoge, die in den Episoden vorkommen, wäre natürlich schon echt nice, wenn man es nebenher so aufmachen könnte oder so. Untertitel geht vielleicht einfach nicht, weil ich so schnell durchskippe, das ist klar. Naja. Oh. Die beiden komischen Pew Pew und Pyun. Ja, ja, ist schon gut. Sehen wir einen Support-Charakter. Okay, wie nehmen wir heute mal? Das meistens nicht. Dann würde ich wieder. Ha, dann haben wir eigentlich beinahe schon alle probiert, die wir probieren wollten. Ja, oder nicht? Der jetzt noch nicht. Oder ja, die eher seltenen Charaktere. Na gut. Kann man auch gerne probieren. Why? Nein, kein Zerspieler. Los geht's! Why not, wollte ich eigentlich sagen. Joa, du brauchst mir das nicht zu erklären. Bitte, Game. Die Tipps, die sind echt für den Arsch. Die bringen einen vielleicht beim ersten Mal was, aber mehr nicht. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Junichi Jaga, okay. Was habe ich denn hier alles? Ah. Bisschen aufladen. Ich glaube, irgendjemand feuert mich an. Okay. That is real. Machen wir das mal so. Boah, Hilfe. Das ist durchbrechend. Okay, also sollte man mit dem auf jeden Fall aufladen. Bam. Thank you, boah. Ah, ich hasse das Guard-Breaking von dem. Aua. Yep, yep, yep. Der macht immer noch Damage. Ach, das war das Ding. Stimmt. Das habe ich noch. Ah, nachdem ich mich verwandelt habe, bleibe ich aber so verwandelt. Ja, ah, ich habe abgewehrt. Nee. Das ist cool. Au. Boah, der macht so viel Damage. I don't like this. Dann auch sein Ultimate. Akainu ist sowieso OP in diesem Spiel. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Ich mag ihn nicht. Ah, ist down. Okay, immerhin. Boah, tu mir ein bisschen Zeit schinden. Dankeschön. Wo ist er denn? Da, endlich. Was ist eigentlich das hier? Oh. Was zur Hölle? Ah, du kannst also aufladen. Aua. Das ist dann ein bisschen weh. Ah, nice. Nein. Sorry. Hm.
Ja. Okay. Aua. Bam. Wow, aber das macht schon... Sorry für das Bam die ganze Zeit. Ugh, ich wollte mir das eigentlich schon früher die ganze Zeit abgewöhnen. Cooles Endbild. Geht der Charakter. Ist halt ein typischer Schwertkämpfer. Nichts Besonderes jetzt. Zumindest bisher von den Attacken hier. Also, es muss ja auch nicht immer was Besonderes sein, aber trotzdem. Normal. Jojojojo. Ihn kann man nicht aufleveln. Komisch. Hatte ich den vorher schon? Ja, ja, der möchte mitkommen. Schätze ich jetzt einfach mal. Yay. Thank you. Akainu, aber immer noch nicht. Zum Glück. Passt schon. Ich bin mal gespannt. Also so viele Quests gibt es hier ja nicht mehr. Aber ich muss immer noch die drei Schlüssel finden? Oder war das da mit eingerechnet? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Erstmal zum nächsten. Dum, dum, da, dum, dum. Da dürfte es dann wieder eine Herausforderung für uns. Ja, nee, das ist ja gar nicht der Turm. Bleh. Oh. Ken. Irgendjemand bedroht die beiden hier. Und dann müssen wir mit einem festgesetzten... Nein? Okay, gut. Dann nehmen wir jemand anders. Und zwar Seiya. Ja, why not? Ich mag Boa als Zweitspieler. Das ist super. Als Support. Medaka wäre da ja auch gut, aber die haben wir immer noch nicht. Game. Ne. Okay. Ich dachte, die Frage hätte ich beantworten können. Ja. Kämpfst für die Liebe, bist aber auf der Seite des Dunkels. Ne, 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 ne. Shoyo Hinata. Okay. Der hat auch einen sehr mädchenhaften Namen. Wir müssen aufleveln hier. Okay, interesting. Okay. Au, das ist eine kurze Aufladezeit. Nope, nope, nope. What the hell? Was war das? Ja, du musst nicht gleich wegfliegen. Hilf mir mal kurz. Dankeschön. Ach so, das war wegen Boa. I understand. Machen wir es mal so. Ah, das war das Ding. Nice. Sehr schön abgefangen, Boa. Bei Boa hat man echt manchmal das Gefühl, dass er nicht ein Computergegner ist. Aua. Mach's ihn fertig. So, haben wir es einmal hier. Sehr schön. Ja, Seiya ist cool. Den habe ich ja auch schon im Multiplayer ein bisschen gespielt. Mag ich durchaus. Wow. Okay. Ganz ruhig. Irgendwie hat er mich da noch getroffen. Ich glaube, ich habe ihn genau in der Invincible-Phase getroffen. Na, verdammt. Ach, ich kann es trotzdem noch machen. Hä? Okay. Sagittarius. Naja. Oder das? Ah, ich bin zwar genauso. Stimmt, verdammt. Ich hab mein Schaf erst wieder durcheinander. Bleh. Nochmal. Bam. Dann machen wir es halt mal so. Verdammt, immer das Wegfliegen. Also einfach so hier. Very nice. Ey. Nein. Ah, Mist. Da bin ich auch nochmal da umgegangen. Nee.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Spannender Kampf. Irgendwie not. Der sollte gleich tot sein. So, dankeschön. Ein Angriff aus der Luft und ein glitschendes Bild später. Und das Auto sieht sehr komisch aus. Habe ich das so kaputt gemacht? Ah, wann werden wir endlich alles Max-Level haben? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich gegen Ende dann. Oder so. Jojo. Ein bisschen stärker sind wir geworden. Die meisten, ja. Fast alles gibt immer ein Level ab, das ist echt übel. Down, down, down. Die werden sich bei uns bedanken. Jojojo. Ja, was haben wir bekommen? War einfach. Oh, wieso sagst du das, Yusuke? Huch, sorry. Handy. Da. Ist das schon gut? Ist das schon gut? Was? Nein, okay. Ich habe nur die Benachrichtigungen auf meinem Handy an. Verdammt. Nee. Okay. Ganz ruhig, ICQ. Ganz ruhig. Keine vorhastigen Bewegungen. So. Mit euch. I think I have some kind of problem. Ich weiß nämlich nicht, was man da tun muss. Wahrscheinlich wieder alle Dinger hier befahren. Egal, ich werde erstmal weitermachen. Wenn ich nicht weiß, was ich tun muss, dann fahre ich einfach weiter. Oder wir können noch den einen... stimmt. Wir können einfach mal das noch machen, wenn es irgendwie geht. Nicht jetzt aus. Ja. Scheint nicht so der Fall zu sein. Schade. Wie sieht's mit dem Tempel aus? Irgendwas in Naruto? Ah, Lucky Man. Und das andere Alien? Er hat wohl Angst, dass das eine Alien ihn dumm aussehen lässt, weil er auch ein Alien ist. Ah, die beiden kämpfen zusammen. Killua und Bobobo. Okay, ich darf den spielen. Super. Den wollte ich, Sai was, glaube ich, oder so. Den wollte ich sowieso mal ausprobieren. Und was machst du da, Sai? Ich habe Angst vor dem, was du da tust. Killua Zoldyck. Psyche was, okay. Haben wir das auch richtig gestellt? Jojojo. Was kann der eigentlich? Oh, aufladen, okay. Was war das nochmal? Was war das hier? Kann ich da nicht irgendwie tauschen? Genau. Oh, oh, oh. Ach stimmt, der hat ja die Attacken. Yes! Wie immer interessant, ja. Was war das hier? Ach, das war das Ding hier. So übel. Ein Aufladen hier, während er mich sowieso nicht angreifen kann. Nope, nope. Keine Chance. Wow. Ah, verdammt, der kam mir nicht nah genug. Oh, der hat sogar einen Guard Break in seiner Combo drin, okay. Sieht's aus? Na, verdammt. Nicht ganz erwischt. So, einer schon mal down. Und wir haben jetzt zwei Gegner. Okay. Habe ich mich da gerade schnell wieder aufgerappelt oder so? Cool. Lassen wir es mal kurz. So. Da konnte doch auch sowas wie ein Genki-Dama.
Ja. Es gibt drei Leute mit Genkidama-like Attacken. Ah, ICQ. Dann halt doch mal. Mir aus. Oh Gott, Handy. Ruhe. So, Dankeschön. Boah, das ist Shield-Breaking pur. Wow, Hilfe. Oh, das ist cool. Ich kann dieses Rutschen machen. Wow, ich kann beide gleichzeitig bekämpfen. So, machen wir das mal hier. Aua, irgendwas kam da von oben. Kurokami Thunder. Nein, nein, garantiert nicht Kurokami Thunder. Die Attacken gibt's nicht. Aua. Ah, oh, wirf mich nicht um hier. Bam, bam, bam. So. Killua, what are you doing? Oh, ich mag seinen Rutschaktion, wirklich. Einfach ein bisschen ausweichen. Ah, wenn man nicht gerade zu Tode gekommen wird, aber macht wenig Schaden. Nope. Sorry. Oh, verdammt. Ich wollte ihn nur austricksen. Ah, down, verdammt. No. Okay. Komm an, komm an. Lass mich dich anvisieren. Und. Hi. Oh, er kann tatsächlich teleportieren. Er nennt es auch Teleportation, okay. Au. Ich möchte doch nur Bobobo besiegen. Was für ein nerviger Kampf. Okay. Come on. Dankeschön. So, aber... Oh, der fliegt so langsam um. Mir egal, was du da tust, Bobo. Ah. Nein, 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 nein. Bin gerade etwas gereizt. So. Verdammt. Lass mich hier mal kurz mit dir tauschen. So, Dankeschön. Boah, ich hasse Bobo-Kämpfe. Ich hasse diese Dinger. Okay, gut, haben wir das geschafft. Aber ich hab den Namen vergessen, sorry. Ist recht witzig. Wenn wir den freispielen, werde ich den vielleicht auch ab und zu mal spielen. Oder im Online-Multiplayer mal. Jojo, kein Level-Up. Stimmt, wir haben ja keine Charaktere gehabt. Freispielen tun wir den dadurch auf jeden Fall nicht. Jojojojo, passt schon. Man möchte offenbar nicht mit Lucky Man in Verbindung gebracht werden. Okay. Gut, das wär's dann auf jeden Fall für diese Episode. Falls es euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr einfach abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute! J-Stars Victory vs. うちの弟が世話になったみたいだな。礼を言うぜ。おめえの弟すげえ強かったぞ。また叩けてえな。わざと負けてあげよっか。気に分かってかっこよく死ねばいい。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。僕はジョー・スター家の
ジョナサン・ジョースターだ。守るべき人間を守るために僕はこの道を歩き続けると決めたんだ。行くぜ。セキュラ。うわっ。よっと。うわっ。だってやられるかよ。うわっ！